Guten Morgen, liebe Messerfreunde. Heute ist der 28. Februar 2019. Wir haben jetzt 7.46 Uhr. Und was wir hier sehen, ist das Camp Knife 14 von Kershaw. Das ist mein, ich würde sagen, Lieblingswerkzeug, mein Lieblingsmesser. Es hat eine Länge von 50 cm und eine Klingenlänge von 36 cm, also 14 Zoll. Das Gewicht ist gar nicht so gewaltig, 580 Gramm. Damit kann man doch längere Zeit arbeiten. Ich beginne beim Griff. Der Griff war zum Längerarbeiten unbrauchbar, weil er mit vielen kleinen Noppen versehen war und die waren spitz. Das musste ich mit einer Tennisschlägerwicklung abfedern und jetzt liegt der Griff gut in der Hand. Wer im Sommer gearbeitet hat, weiß, dass die Handinnenflächen sehr schnell zu schwitzen beginnen und dann reibt sich die Haut durch diese zahlreichen Spitzen am Griff wund und nach 10-15 Minuten kann man weitere Arbeit vergessen. Die Klinge 5 mm dick, 1065er Carbonstahl, hier ist angedeutet wie eine Blutrinne, aber ich vermute mal, das hat eher mit einer Entlastung der Klinge zu tun, weil es erhöht die Steifigkeit. Und hier sehen wir einen sehr flachen Schliffwinkel, der schon hier oben beginnt. Hier oben ist bereits der erste Schliff und der Feinschliff klarerweise wie üblich dann an der ganz unteren Seite, was bedeutet, dass dieses Messer für weiches Holz, also frisches Holz, zum Beispiel mit so einem Messer kann man durchaus auch einen Baum mit 20, 25 cm fällen, aber es muss ein junges, weiches Holz sein, weil die Kombination 1065er Stahl mit diesem flachen Schliffwinkel bewirkt, dass es nur weichholztauglich ist. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera sieht, aber in diesem Bereich habe ich Hartholz oder härteres Holz versucht zu schlagen und zwar war das ein Querast und hier hat es mir die Klinge gewellt. Das musste ich dann nachher auf einem Amboss mit dem Hammer wieder ausdenkeln. Ansonsten ein großartiges Werkzeug und auch hier leider wieder für ein Haumesser die oberen 10 cm durch diese Krümmung verschenkt. Wäre die Klinge so gewesen, das heißt hier die scharfe Seite, dann wäre es absolut ideal, aber im Großen und Ganzen ein hervorragendes, zuverlässiges und gutes Werkzeug. Ende.